Ja, schon wieder der mit dem grauen Bart. Ich habe ein tolles Thema für euch heute, nämlich 10 Wrestler, die nicht nur im Ring, sondern auch im wahren Leben zu Rettern, zu Superhelden wurden, sehr Menschlichkeit, Fürsorglichkeit und vor allem Zivilcourage bewiesen und somit anderen Menschen geholfen. Es gab ja vor einigen Wochen die Meldung, dass Hulk Hogan, ein Teenager, aus einem Autowrack gezogen hat. Das Auto hatte sich überschlagen und hatte halt geholfen, dass der Teenager gerettet werden konnte, beziehungsweise aus dem Auto gezogen werden konnte. Und hier sind die Beispiele von 10 Wrestlern, die ebenfalls Zivilcourage bewiesen haben und Retter wurden. Nummer 1, Becky Lynch. Bei einer Autogrammstunde im Jahr 2019 bemerkte sie, dass es einem Fan in der Reihe nicht so gut ging. Und tatsächlich bekam der Fan auch einen Anfall. Und Becky Lynch bemerkte dies als erstes. Sie sprang über die Absperrung hinweg, rannte auf ihn zu und Augenzeugen berichteten, sie nahm ihn einfach erstmal nur in den Arm, um ihn zu beruhigen und saß 5 Minuten bei ihm, circa 5 Minuten, bis eben dann auch medizinische Hilfe für diesen Fan da war. Das heißt, in dem Fall hat der Instinkt von Becky Lynch diesen Fan halt auch geholfen. Die wahrscheinlich tragischste Geschichte der vergangenen Jahre handelte von Chad Gaspard. Zweimal hat er Zivilcourage bewiesen. Das eine Mal war im Jahr 2016, als eine Tankstelle überfallen wurde in den USA und er den Räuber stellte, ihm die Waffe abnehmen konnte und so lange in Schach hielt, bis die Polizei kam und den Räuber festnahm. Und die zweite Geschichte, das Jahr 2020, wo er umgekommen ist. Er war mit seinem Sohn in einer Schwimmergruppe und sie wurden von einem Brandungsrückstrom erfasst. Und als die Rettungskräfte kamen, hat er gesagt, dass sie erst seinen Sohn retten wollen. Und der Sohn wurde gerettet und Chad Gaspard selber wurde von einer weiteren großen Welle erwischt und ist dann untergegangen und ertrunken. Chads Opferbereitschaft und heldenhaftes Handeln in dieser tragischen Situation wurde auch im Nachhinein Chad Gaspard als wahre Heldenhaftigkeit und Vaterliebe anerkannt. Bam Bam Bigelow ist ebenfalls eine sehr bekannte Geschichte. Im Jahr 2000 war er auf der Straße unterwegs und hatte gesehen, dass ein Haus Feuer gefangen hatte. Er stürmte in das Haus und rettete 3 Kinder, die er aus dem brennenden Haus ziehen konnte. Dabei erlitten 40% seines Körpers Verbrennungen zweiten Grades. Er war 10 Tage danach im Krankenhaus und zu der Zeit war er eben noch aktiv. Er konnte erst daraufhin im Oktober 2000 wieder für die WCW im Ring antreten. Wie in einem Thriller spielte sich die Situation im Haus der Mutter von Chris Masters aus. Es hatte sich ein Brandstifter im Haus von der Mutter von Chris Masters verbarrikadiert und damit gedroht, das Haus in Brand zu setzen. Er hatte die Mutter von Chris Masters im Schlafzimmer eingesperrt. Chris Masters hatte versucht, durch die Hauseingangstür auf den Eindringling einzureden. Die Polizei kam parallel, als Rauch bereits aus dem Haus kam. Und während die Polizei eben versuchte, in das Haus reinzukommen, war ein Birkenstrauch im Weg vor dem Schlafzimmer. Und Chris Masters hat selber gesagt, er hat diesen Baum gebärhakt, um ihn rauszureißen. Und hat selber gesagt, er hat Kräfte dadurch und er ist ein sehr starker Typ noch zusätzlich entwickelt, die er gar nicht so kannte. Die Polizisten haben daraufhin die Scheibe eingeschlagen im Schlafzimmer, um die Mutter zu befreien. Der Brandstifter wurde dann auch entsprechend überwältigt. Einer der Polizisten musste danach wegen Rauchvergiftung noch ins Krankenhaus. Die Mutter jedoch am Ende wurde gerettet. Eine unglaublich tragische Geschichte spielte sich bei Perry Saturn ab. Er war bis 2002 bei WWE aktiv. Und danach Independent. 2004 war er in Atlanta unterwegs und er sah und bemerkte, wie eine Frau vergewaltigt wurde. Er schubste die beiden Angreifer von ihr runter und er wurde dann getroffen. Er hat selber einfach nur beschrieben, er hat so einen Schmerz an der Schulter gespürt, griff instinktiv in seine Tasche. Und er hatte halt ein Messer da und hat damit halt zugestochen und hat einen der Angreifer damit erwischt. Nur wegen des Adrenalins merkte er nicht, dass
einer von ihnen ihn angeschossen hat an der Schulter. Er hat jetzt auch quasi ein Loch hier, wo wir unser Schlüsselbein haben. Und aufgrund dieses Angriffs und aufgrund der zwei Schüsse, die er kassierte, wurde er mit Methamphetamin quasi für die Schmerzen versorgt. Er wurde abhängig davon. Wir kennen dies als Droge, Crystal Meth. Und er wurde abhängig davon und beendete seine Karriere, weil er drogenabhängig wurde. Er wurde zu der Zeit, als er drogenabhängig war, auch obdachlos. Und als er zurückkam und sich wieder zurückarbeiten wollte, hatte er wieder ein Heim für sich, nur er konnte kein Geld mehr verdienen, er konnte nicht mehr wresteln, wie er es vorher gemacht hat, und er stand wieder kurz davor, sein Zuhause zu verlieren, und hat durch eine Online-Kampagne 40.000 Dollar von Fansupport und Spenden zusammensammeln können, um sein Zuhause zu behalten, damit er nicht wieder obdachlos wird. Also hat sich diese Geschichte am Ende dann noch zum Positiven für ihn gewandt. Dieser Mann, der inzwischen verstorbene Bray Wyatt, hat ebenfalls Heldenhaftigkeit in einer wahren Situation im Straßenverkehr bewiesen. Tatsächlich waren er, JTG, Alex Riley und Big E im Auto unterwegs, und sie wurden während der Fahrt von einem Auto gerammt. Natürlich waren sie erstmal relativ angefressen, sind hinter dem Auto dann hergefahren. Das Auto hat sich dann kurz darauf überschlagen. Und aus dieser Wut, die sie erst drin hatten, dass sie gerammt wurden, hat sie erst komplett gewandt. JTG hat dann selber die Situation beschrieben, dass Bray Wyatt, obwohl dieses Auto schon geraucht hatte, und er hat es als tickende Zeitbombe beschrieben, JTG. Er sagt, alleine wäre er da nicht hingegangen, Bray Wyatt ist hin. Er hat die Teenager, die in diesem Auto saßen, dann gerettet und aus diesem Auto Wrack gezogen, bevor Schlimmeres noch passieren kann, weil keiner wusste, was mit dem Auto passiert, während es Rauch gefangen hatte. Und die Geschichte entwickelt sich danach, was JTG jetzt im Nachhinein erst berichtet. Bray Wyatt wollte nicht, dass diese Geschichte an die Öffentlichkeit kommt. Als sie Backstage bei der nächsten Veranstaltung waren, hat keiner irgendwas zu dieser Veranstaltung gesagt, weil Bray Wyatt es selber nicht wollte. Er wollte nicht, dass irgendetwas dazu gesagt wird, was passiert ist. Tatsächlich war die Ironie der ganzen Geschichte, dass die Teenager, die das Ganze verursacht hatten, dann Angst hatten, dass den Eltern nichts gesagt wird. Ebenfalls eine sehr ähnliche Situation spielte sich beim Autounfall ab, den Chuck Palumbo mit ansah. Die Frau, die den Unfall hatte, die war ebenfalls im Auto eingequetscht und konnte sich nicht alleine befreien. Und Chuck Palumbo selber ist zu diesem Autowrack gegangen und hat das gesehen, konnte ihr auch nicht helfen, rauszukommen. Also hat er irgendwie versucht, das Auto zu bewegen und hat es so ein Stück hochdrücken können, damit die Frau ihren Arm befreien konnte, der unter dem Lenkrad eingequetscht war und so aus dem Auto entkommen konnte. Und Chuck Palumbo, ähnlich wie die Geschichte mit Bray Wyatt, hat gewartet, bis der Rettungsdienst da war und ist dann weitergefahren. Wollte auch nicht, dass das groß in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. Mr. Perfect Kurt Hennig ist mit der Baseball-Legende Wade Boggs befreundet gewesen, und das hatte sich dadurch entwickelt, die beiden waren ja gemeinsam bei den Vignettes von Mr. Perfect in den 90er Jahren damals schon zu sehen gewesen, wobei wahrscheinlich, glaube ich, schon in den 80ern die liefen. Und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt. Sie waren einige Jahre später gemeinsam unterwegs auf der Jagd in den USA, und Wade Boggs stolperte über einen Stacheldraht. Und Wade Boggs berichtet, dass er sich das Bein förmlich vom Knie bis zum Fuß aufgerissen hatte und anfing langsam zu verbluten. Und er bat Kurt Hennig, dass er Hilfe holen soll. Und Kurt Hennig hat gesagt, nein, nichts da, ich trage dich. Und dann hat er Wade Boggs, diesen Baseballspieler, knapp 1 Kilometer getragen. Und währenddessen hatten sie schon den Rettungsdienst gerufen. Der Arzt, der es gesehen hat, hat gesagt, gut, dass sie ihn getragen haben, denn hätten sie gewartet, wäre der Wade Boggs einfach verblutet und an Ort und Stelle gestorben. Also hat Kurt Hennig auch in der Situation instinktiv richtig gehandelt. Nachdem Joey Mercury im Jahr 2007 WWE verlassen hatte, wurde er drogenabhängig und er stand kurz davor, aufgrund von Geldsorgen auch sein Haus zu verlieren. Und einer seiner Freunde, CM Punk, bekam das mit und überwies eine sechsstellige Summe, damit Joey Mercury sein Haus behalten konnte. Joey Mercury danach
wurde auch eine Erfolgsgeschichte für ihn daraus. Er konnte die Drogenabhängigkeit bezwingen und kehrte zu WWE auch als Offizieller wieder zurück. Und wahrscheinlich der berühmteste Name, wenn es darum geht, anderen Menschen zu helfen, ist Diamond Dallas Page. Diamond Dallas Page, natürlich sehr bekannt durch sein DDP-Yoga-Programm, wobei er nennt es bloß nicht Yoga-Programm, wenn ihr ihm gegenübersteht. Er hat zwei seiner besten Freunde zu ihrer damaligen Zeit sehr geholfen, weil sie schwere Probleme hatten, nämlich Jake Roberts und Scott Hall. Er hat sie zu sich zu Hause geholt, er hat sie quasi ins Leben wiedergebracht. Sie waren beide mit einem Fuß eigentlich im Grab und hat ihnen zur damaligen Zeit geholfen. Er hat ihnen Unterschlupf gewährt und ihnen moralisch, körperlich geholfen, dass sie wieder ein normales Leben führen konnten. Deshalb gilt Diamond Dallas Page dort als einer der berühmtesten Namen, der anderen Menschen geholfen hat. Einige sehr tragische, jedoch einerseits sehr, sehr wichtige und sehr schöne Geschichten, um zu zeigen, was für Menschen hinter diesen Wrestlern stecken, die wir im Fernsehen immer sehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht.